Hey Leute, ich freue mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt, zu meinem Kanal und zu meinem allerersten Video mit dem Thema Auswandern. Ich bin Janina, 26 Jahre alt, aus Berlin und ich werde auswandern. Und ja, wo geht die Reise hin? Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen, weil die Videoqualität ist nicht die beste. Also wir sind in Nordamerika, erkennt man das? Nee, ja. Okay, und jetzt, wir sind in Washington DC. Okay. Ja, also falls ihr es nicht erkannt habt, wir sind in Washington DC. Wieso mache ich diese Videos? Auswandern ist natürlich ein ganz großes Thema und ich habe mir selber in den letzten Wochen sehr viele YouTube-Videos dazu angeguckt. Ich finde, es hilft einem auch immer so ein bisschen selber so zu gucken, wie ging es anderen. Was für Hürden kommen einem vielleicht entgegen? Und dann kam mir dann relativ spontan irgendwann die Idee, dass ich das auch machen könnte. Zum einen, um meinen Lebensweg selber für mich so ein bisschen festzuhalten, auch für Familie und Freunde. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere da draußen, der ähnliche Pläne wie ich habe und dem die Videos vielleicht dann auch helfen. Ja, ich habe auch schon Erfahrungen mit den USA. Und zwar hatte ich ein Auslandssemester gemacht in Kalifornien, San Diego. Also ich komme ja aus Berlin und habe dort Business Psychology studiert und konnte für ein Semester nach Kalifornien gehen. Es hat mir super gut gefallen. Also das Land, die Leute, die Seerobben, es war wirklich sehr schön. Ich habe viele Leute dort kennengelernt, sodass ich auch öfter immer wieder zurückgegangen bin, um meinen Sommer beispielsweise dort zu verbringen und habe so also schon einen sehr guten Eindruck davon, in den USA zu leben. Das ist jetzt auch mittlerweile schon wieder 5, 6 Jahre her. In der Zeit ist viel passiert. Ich habe zum Beispiel geheiratet im Mai und zwar ein US-Amerikaner. Das ist eigentlich auch also eine lange Geschichte, wenn ich es mal kurz ein bisschen zusammenfasse. Also wir haben uns in Barcelona kennengelernt, dort habe ich mein Masterstudium absolviert und er hat dort Urlaub gemacht, hat zu der Zeit aber eigentlich in Deutschland gelebt, weil er jobmäßig dort unterwegs war. Wir hatten dann erstmal eine Weile eine Fernbeziehung und im Endeffekt lief es dann aber darauf hinaus, dass ich wieder zurück nach Deutschland gezogen bin, um mit ihm zusammen zu sein. Und zwar nach Stuttgart, was für mich als Berlinerin jetzt auch anfangs nicht unbedingt leicht war, falls ihr wisst, was ich meine, aber im Endeffekt hat es mir eigentlich auch gut dort gefallen. Und es war aber klar, dass er nicht für immer in Deutschland bleiben wird und dass er auch irgendwann wieder zurück in die USA gehen würde. Und von daher war das bei uns auch von Anfang an schon ein Thema, wie es dann irgendwann mal mit unserer Beziehung weitergeht, wenn er eben nicht mehr da ist. Und ja, also ich habe auch, es war eine schwierige Entscheidung, weil ich meine, Auswandern, so einen Entschluss fasst man ja nicht innerhalb von 3 Sekunden. Ich habe mir sehr lange darüber Gedanken gemacht und es hat auch eine Weile gedauert, aber ich bin jetzt, denke ich, auf jeden Fall bereit dafür und kann mir das absolut vorstellen. Mein Mann ist auch momentan schon drüben. Ich leider noch nicht, was damit zusammenhängt, dass ich meine Papiere leider noch nicht komplett habe, also mein Visum noch nicht habe. Das ist nämlich ein sehr langwieriger Prozess. Also wir haben im Mai damals alles abgeschickt. Ich habe auch das meiste jetzt schon hinter mir, also zum Beispiel einen Arzttermin, wo man wirklich von Kopf bis Fuß durchgecheckt wird, ob man irgendwas hat. Und jetzt steht die Tage noch ein Besuch in Frankfurt auf der Reihe, weil ich dort, also dort ist das Generalkonsulat, wo eben die Visumsabläufe gehandhabt werden. Und dort habe ich so eine Art Interview, wo sie mir nochmal so ein paar Fragen stellen, wieso, weshalb, warum ich in die USA will. Und wenn das dann hoffentlich alles gut läuft, wird es dann wirklich nur eine Sache von wenigen Wochen sein, sodass ich ho hoffentlich Anfangs November dann rüber kann. Das war es eigentlich auch soweit schon von mir zu meinem ersten Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich bin technisch absolut noch nicht überhaupt visiert und habe auch generell sowas noch nie gemacht. Von daher bin ich mir sicher, dass es sehr viel Raum für Verbesserungen gibt. Deswegen würde ich mich super freuen, wenn ihr mir ein Feedback dalasst, mir auch gerne sagt, was ich verbessern kann und auch gerne schon mal Vorschläge gebt, was ich in den nächsten Videos zum Thema USA ansprechen würde. Bis dahin macht's gut und vielen Dank nochmal. Ciao.